Hallo zu einem neuen Let's View. Diesmal geht es um dieses Jugendbuch aus England von Lady Bird über Bravestar, Filmnations Bravestar. Filmation hatte ja auch Master of the Universe rausgebracht. Bravestar war ein Versuch, eine weitere Serie, eine Science-Fiction-Serie, um den Marshall Bravestar publik zu machen. Marshall Bravestar erschien als Anime oder als Cartoon 1987 bis 89, umfasste 65 Episoden. In diesem Buch wird eine eigene Geschichte erzählt. Die gibt es nicht in der Serie. Ich habe jedenfalls keinen Titel gefunden, der einen der 65 widerspricht oder umfasst. Somit scheint es eine eigene Geschichte zu sein. The Great Kirium Robbery. Kirium ist das Mineral, was dort, das Gold dieses Planeten. Und Tex Hex, der Bösewicht, den sehen wir hier vorne auf dem Cover. Richtig cool. Lady Bird hat auch Transformers-Bücher rausgebracht. Die schauen wir uns ein anderes Mal an. So, gucken wir uns mal genau das Buch an. So, hier haben wir erstmal eine Übersicht all der Figuren. Übrigens, das Buch ist so im Taschenbuchformat, Größe. Hier sehen wir Marshall Bravestar, ein Mann mit tierischen Kräften, Augen des Falken, Stärke eines Bären, Ohren eines Wolfes und Geschwindigkeit eines Pumas. Der einzige Gesetzeshüter von New Texas. Und erreicht. So, dann haben wir da sein treues Pferd. Das sehen wir hier vorne. Das kann sich verwandeln, sozusagen vom Pferd in einen Kämpfer. Ja, 30-30, auch sehr cool. Judge GJB, so die weibliche, leichtes Love Interest, aber es ist ja auch nur angedeutet damals. Dann haben wir hier Handlebar, den Barkeeper und Rauschmeister, auch kräftige Unterstützung immer wieder. Und Deputy Fuss, nur ein kleiner Helfer von dem Marshall. So, blättern wir mal auf. So, hier die Einleitung, die Erklärung, worum es geht bei Marshall Bravestar. Auch hier ein tolles Artwork. Ne? The Great Kirium Robbery, geschrieben von Ian Alexander und illustriert von Robin Davis. Ja, hier eigene gezeichnete, das sind keine Bilder aus irgendwelchen Serien. Hier seht ihr Handlebar und Fass. Marshall Bravestar and the Great Kirium Robbery steht hier nochmal. Tex Hex hinter Gittern, der Bösewicht. Da sehen wir sein Fahrzeug, der auch sein Walker, der ihn befreit von seine Kompagnons. Er hat ja auch so ein paar Roboter-Kompagnons, die schießen. Hier wird Kirium abgebaut. Der Roman ist in Englisch oder der Jugendroman. Ich lese ihn jetzt nicht vor. Falls es euch wirklich mal interessiert, müsst ihr mir das in die Kommentare schreiben. Dann können wir sicherlich was arrangieren. Ja, Kirium wird hier abgebaut weiterhin. Ja. Hier sehen wir, es sieht aus wie so eine kleine Tankstelle mit seinen Elektropferden. Scheint ein wenig in, dadurch, dass Kirium geraubt wurde, fehlt natürlich die Energie. Der Marshall, der New Texas Stageco scheint der Vertrieb sein, die Firma. Ja, Fass, der sich fragt, wie kann ich helfen? Das sind schon sehr, sehr schöne Zeichnungen. Seht ihr ja. Auch da 30-30 und der Marshall. Und Fass gehört zu dem Volk, das eben halt die Bergbauarbeiten erledigt, was eben halt das Kirium abbaut. Auch sehr interessant. Ja, hier haben wir vor, Marshall geht den Spuren nach. Hier versucht er selbst, Kirium zu transportieren, weil ja immer alles geraubt wurde. Also versucht er selbst den Wagentrack. Ja, und schon wird da sabotiert, dass das den Felsen runterfällt. Er kann seinen Partner gerade noch retten. Und hier sehen wir diese coole Eingangszeichnung nochmal. So, hier der Marshall, der alles überguckt. Also sehr, sehr schöne Zeichnung, kann ich echt nur sagen.
auf dem Zug, das ist auch cool, 30-30 am Steuer des Zugs, wie sie eben halt Tex-Hex versuchen, ja, zu bekämpfen. Hier sein Raumschiff oder seine Basis. Eine Fledermaus, auch sehr cool. Überhaupt eine sehr geile Zeichnung. Ja, das ist seine Basis, da sehen wir es. Ja, er rammt das mit dem Zug, dadurch wird der Zug zum Denkmal und er rettet damit wieder, ja, den Tag. Der Marshall tut seinen Job. Und damit ist es schon hier wieder vorbei. Hier haben wir dann die Bösewichter aufgezeigt. Hier haben wir Viper, die weibliche böse Heldin. Ich glaube, es gab keinen weiblichen Charakter als Actionfigur, was sehr schade war. War, glaube ich, für eine zweite Wave geplant, die nie rausgekommen ist. Da sehen wir Tex-Hex und seinen Skullwalker, Schädelläufer. Auch sehr cool. Sandstorm, auch ein cooler Charakter von ihm. Hier oben haben wir Thundersticks und Cyborg und ähnlich wie Fast hatte Outlaw Scoots. Sozusagen hat er auch einen entsprechenden Kompagnon. Ja, das ist interessant, diese letzten Seiten, dass sie sozusagen die Charaktere vorstellen. Ja, hier haben wir nochmal Tex-Hex Basis. Und hier steht 85 Pence hat es gekostet. Also umgerechnet waren das damals so 3 bis 5 D-Mark. Das sind also so grob gesagt 3 Euro. Ja, das ist so ein kleines, kurzes Jugendbuch. Das ist übrigens Jugendbuch, wenn ich es richtig gesehen habe, Nummer 2. Ich gucke hier nochmal kurz rein. Ja, hier, Marshall Bravestar 2 steht hier. Somit ist das der zweite Jugendroman, den es gab. Ja, sehr, sehr cool. Von 1900, hier steht es hoffentlich auch irgendwo, nee, hier steht nicht mal ein Datum, traurig. Kein Datum, aber ich weiß, das ist auch von 1987. Ist alles noch sehr klassisch. Ist auch in Amerika rausgekommen, obwohl Lady Bird's UK ist. Ja, legen wir hier hin. Das soll es gewesen sein. Ein Let's View dieses Bravestar UK Jugendromans. Und ja, wenn euch das gefallen hat, ich habe noch weitere Bücher, nicht von Bravestar, von Transformers, die werden kommen. Und ja, ansonsten hinterlasst ein Like. Ich freue mich über einen Kommentar. Auf jeden Fall ein Abo, falls ihr noch nicht mich abonniert habt. Das ist auch sehr, sehr wichtig für mich. Ja, wie gesagt, sagt mir in den Kommentaren, was ihr von diesem Buch haltet, wie ihr es findet und kennt ihr es? Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal.